Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Verminderung des Unterrichtsausfalls durch Lehrerfortbildung und zur Verbesserung der Lehrerfortbildung in der unterrichtsfreien Zeit, Drucksache 19/3478. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Der Kollege Greilich von der FDP-Fraktion hat sich gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Präsidentin hat schon den Titel des Gesetzentwurfs genannt. Der ist Programm. Es geht um die Verbesserung der Unterrichtsqualität durch verstärkte Lehrerfortbildung und Verringerung des Unterrichtsausfalles. Eindeutig um beide Themen. Ich sage das hier eingangs schon einmal so deutlich, weil im Vorfeld ja schon der eine oder andere gemeint hat, das sei gegen Lehrer gerichtet oder gegen Interessen der Lehrer. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, für Lehrer eine bessere Fortbildungssituation zu schaffen. Es geht zum anderen daran, die Kultusbürokratie einmal zu wecken und daran zu erinnern, dass Gesetze auch für die Kultusverwaltung gelten und von ihr zu beachten sind. Wir wollen die Angebote des Landes für die Lehrerfortbildung im Interesse der Lehrerinnen und Lehrer verbessern und dabei gleichzeitig einen Beitrag zur Verringerung des Unterrichtsausfalls leisten. Deswegen wollen wir den schon existierenden Gesetzesbefehl verstärken, wonach Fortbildungsveranstaltungen im Regelfall in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden sollen. Auch hier zur Erläuterung, nur damit es nicht zu Missverständnissen kommt, unterrichtsfreie Zeit nach der Definition des Kultusministeriums ist ja nicht etwa nur das Wochenende oder sind die Ferien, sondern das ist jeden Tag ab 14 Uhr. Dann schon gilt das als unterrichtsfreie Zeit, wenngleich die Praxis ja so ist, dass durchaus der Nachmittagsunterricht zunimmt, an verschiedenen Schulformen insbesondere. Die Umsetzung dieses Vorhabens würde den Unterrichtsausfall in Hessen um ca. 350.000 Stunden verringern. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Unterrichtsleistung von 950 Stunden würde das nebenbei ohne zusätzlichen Kosten für den Landeshaushalt ein Unterrichtsvolumen im Gegenwert von ca. 370 Vollzeitlehrerstellen für unsere Schülerinnen und Schüler freisetzen. Nun habe ich mit Interesse gelesen, nicht der Minister selbst, aber ein Sprecher seines Hauses hat uns ja gleich erklären lassen, die Zahlen seien falsch. Das könne alles gar nicht sein. Ich werde es Ihnen nachher noch einmal vorrechnen. Wir haben die Zahlen des Kultusministeriums genommen. Und wenn man dann einfache Rechenregeln anwendet, dann kommt man eben dazu. Ich komme dazu noch gesondert. Ich will nur eingangs daran erinnern, was heute schon geltendes Recht ist. § 66 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes sagt im Absatz 4 im Satz 1, die Fortbildung soll in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. Der Minister als gelernter Jurist wird mir zustimmen. Man sagt, flapsig soll heißt muss. Das heißt, wenn es keine ganz konkreten Begründungen für Ausnahmen gibt, dann ist das ein Gesetzesbefehl, der strikt zu befolgen ist. Und das sage ich sehr deutlich auch von der Kultusbürokratie im Lande Hessen. Regelmäßig, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden Fortbildungsveranstaltungen in der Unterrichtszeit, während der Unterrichtszeit angeboten. Das hindert Lehrerinnen und Lehrer daran, im notwendigen Umfang an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen und gleichzeitig, so wie Sie das gerne würden, Ihren Unterricht zu halten, Unterrichtsausfall zu vermeiden. Das wird in Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern, weniger mit Verbänden, immer wieder beklagt, dass man guten Gewissens an sich notwendige Fortbildungsveranstaltungen nicht wahrnehmen kann oder guten Gewissens wahrnehmen kann, weil diese damit kollidieren mit dem Wunsch, einen guten, vollständigen Unterricht zu leisten. Und das, wiederhole ich noch einmal, ist unsere Zielrichtung, ist die Zielrichtung des Gesetzentwurfs. Es geht an die Anbieterseite, ganz speziell an das Kultusministerium und die nachgeordneten Institutionen, weil diese Praxis der Fortbildungsangebote in doppelter Hinsicht eine Belastung der Unterrichtsqualität darstellt. Die Zahl, und auf die will ich gerne noch einmal zurückkommen, Herr Minister,
lässt sich auf der Grundlage der Antwort, Ihrer Antwort auf meine Kleine Anfrage ermitteln. Und wer Lust hat, kann ja einfach mal nach mitrechnen im Kopf oder meinetwegen auch mit dem kleinen Taschenrechner. Nach Ihrer Auskunft nehmen 89.759 Teilnehmer jährlich an Fortbildungsveranstaltungen teil. Durchschnitt 89.759. Diese Fortbildungsveranstaltungen dauern im Schnitt nach Auskunft des Kultusministeriums 1,3 Tage, also multiplizieren mit 1,3. Wenn man davon ausgeht, dass Lehrer im Schnitt eine Unterrichtsverpflichtung von ca. nur 5 Stunden pro Tag haben, müssen sie mit 5 multiplizieren. Herr Schäfer-Gümbel rechnet schon nach. Ich bin sicher, er wird auf das gleiche Ergebnis kommen wie ich. Und die Quote während der Unterrichtszeit nach Auskunft des Kultusministers ist 59,5%. Was kommt dabei raus, wenn man die Regeln von Adam Riese und Eva Zwerg anwendet? Es ergibt sich eine Zahl von exakt 347.143 Stunden Unterrichtsausfall pro Jahr. Meine Damen und Herren, das sind Dinge, die man nicht wegdiskutieren kann. Da kann man gern ein bisschen dran hin und her schieben und sagen, na ja, aber das eine wird ja so und das andere wird so gemacht. Aber die Grundrichtung ist eine unveränderte. Es wird in diesem Rahmen bleiben. Und wir haben das Thema ja im Kultusausschuss schon mehrfach besprochen. Die Beschwerden nehmen zu, die Beschwerden der Eltern nehmen zu. Wir haben Petitionen in dem Ausschuss gehabt, die genau darauf abgestellt haben, dass es eben in der Tat zu spürbarem Unterrichtsausfall kommt. Und das ist weder im Interesse der Lehrkräfte, ich wiederhole das, die solche Fortbildungsveranstaltungen besuchen und ihre Unterrichtsverpflichtung erfüllen wollen, noch im Interesse der Schülerinnen und Schüler, die von Unterrichtsausfall betroffen sind. Meine Damen und Herren, die einzelnen Abschnitte unseres Gesetzentwurfs können wir im Ausschuss ausführlich erörtern, werden wir sicherlich auch tun. Ich will nur darauf hinweisen, ein wesentlicher Adressat ist natürlich die Hessische Lehrkräfteakademie, die im Auftrag des Kultusministeriums ein wesentlicher Veranstalter von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist. Deswegen hier eine besondere Verantwortung hat. Es ist aber ganz speziell auch das Kultusministerium selbst, dass ein wesentlicher Anbieter entsprechender Veranstaltungen ist und, wie man so hört, das ja vielleicht sogar noch verstärken will, insbesondere im Bereich der Schulleitungsqualifizierung, ein sehr sinnvoller und richtiger und wichtiger Ansatz. Aber auch genau das sind die Dinge, die passieren müssen. Meine verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass wir im Ausschuss nicht nur kontrovers, sondern mal konstruktiv über die Frage sprechen, diesen Gesetzentwurf erörtern. Ich wünsche mir, dass im Interesse sowohl unserer Lehrerinnen und Lehrer, unserer engagierten Lehrerinnen und Lehrer im Lande Hessen, vor allem aber auch im Interesse unserer hessischen Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich, für die Einbringung. Wir öffnen die Debatte. Herr Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Verehrte Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Hessische Lehrkräfte arbeiten vorzüglich. Hessische Lehrerinnen und Lehrer sind engagiert, und hessische Lehrerinnen und Lehrer sind motiviert. Nicht nur motiviert im Unterricht, sondern sie sind auch motiviert, sich fortzubilden. So ist es. Der Gesetzentwurf der FDP suggeriert, dass Lehrer systematisch versuchen, durch Fortbildungsveranstaltungen systematisch ihren eigenen Pflichtunterricht zu schwänzen und damit sehenden Auges Unterrichtsausfall zu provozieren. Meine Damen und Herren, dem muss deutlich widersprochen werden. Lehrerinnen und Lehrer sind keine faulen Säcke, wie ein ehemaliger SPD-Bundeskanzler einmal festgestellt hat. Lieber Kollege Greilich, ich unterstelle, das meinen Sie auch nicht so. Hessische Lehrer gehen sehr verantwortungsvoll mit ihren Fortbildungen um. Sie wählen diese bedacht aus, auch die Anbieter, die sie vorhalten.
und versuchen auch, das möglichst so zu organisieren, dass kein Unterricht ausfällt. Dazu besteht Gelegenheit. Und die von Ihnen in den Raum gestellte Zahl von 350.000 Stunden des Unterrichtsausfalls ist schlicht und ergreifend falsch. Warum ist das so? Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ist vorher bekannt. Das bedeutet, der Schulleiter, der eine Fortbildungsveranstaltung genehmigen muss, hat im Vorhinein die Möglichkeit, auch über das Programm Verlässliche Schulzeit eine Vertretungsregelung über 5 Stunden an jedem Vormittag zu regeln. Darüber hinaus lassen Sie völlig ausgeblendet, dass es eine Vielzahl von teilzeitbeschäftigten Lehrerinnen und Lehrern gibt. 26.500 Lehrerinnen und Lehrer von 61.000 sind in Teilzeit. Das bedeutet, allein von der Logik her würde es schon einmal sich widersprechen, dass grundsätzlich, wenn vor 14 Uhr eine Fortbildung beginnt oder dass eine Fortbildung ganztägig stattfindet, damit automatisch ein Unterrichtsausfall einherginge. Abgesehen davon 350.000 Stunden, das wären 0,8 % bei 42 Millionen Stunden, die insgesamt gegeben werden. Im Höchstfall, unterstelle ich, sind es 0,4 %, weit weniger als die Hälfte, um das differenziert zu betrachten. Abgesehen davon, meine Damen und Herren, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass jenseits der Pflichtstundentafel Lehrerinnen und Lehrer eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen haben. Vorbereitung, Nachbereitung von Unterricht, die Korrektur von Klausuren, Konferenzen, Schreiben von Schulprogrammen oder auch politische Vorgaben, die beispielsweise die Umsetzung von Ganztagsangeboten, Inklusion oder die Beschulung von Flüchtlingen. Deswegen möchte ich einfach noch einmal diese Parameter, die Sie in den Raum gestellt haben, hinsichtlich der Fragestellung, was ist eigentlich unterrichtsfreie Zeit, hier unterstreichen. Ich hatte eben gerade die 14 Uhr schon genannt. Dann gibt es noch die Zeiten, natürlich am Wochenende oder in den Ferien. Alles gut, alles richtig, das ist die Definition. Nur Tatsache ist, dass die Definition ein Stück weit auch an der Lebens- und Unterrichtswirklichkeit sich abzuarbeiten hat. Die Umsetzung von Ganztagsangeboten führt natürlich dazu, dass wir jenseits der 14 Uhr auch eine neue tatsächliche Lebenswirklichkeit an den Schulen haben. Externe Fortbildungen finden häufig ganztägig statt. Anbieter sind hier Kirchen, Unis, Lehrerverbände, Schulleitungsverbände, Gewerkschaften oder auch freie Anbieter. Die können nicht hergehen und sagen, wir machen das jetzt alles mal ab 15 Uhr bis sonst wann, sondern da geht es dann schlicht und ergreifend auch um die Fragestellung, wie organisieren wir das räumlich? 8.000 Fortbildungen pro Jahr finden in Hessen im Schnitt statt. Und rein aus organisatorischen Gründen, die Räumlichkeiten vorzuhalten, auch öffentliche Räumlichkeiten, die wir entsprechend anbieten, Tagungsstätten oder auch die Arbeitszeit der Referenten, kollidiert schlicht und ergreifend mit den Ansprüchen Ihres Gesetzentwurfs. Und auf eines muss man auch hinweisen, die sogenannten schulinternen Fortbildungen, die eine, wie ich finde, doch herausragende Bedeutung haben, machen nur Sinn und haben nur Wirkung, wenn sie während Unterrichtszeit stattfinden. Das trifft zu auf Hospitationen, das trifft zu auf Reflexion, das trifft zu auf Analyse. All das halte ich für unerlässlich, und logischerweise ist es auch unerlässlich, dass diese Dinge während der Unterrichtszeit umgesetzt werden. So, Herr Kollege Greilich, jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Fragestellung. Warum haben Sie denn nicht, als Sie das Kultusministerium verantwortet haben, mit Ihrer Staatsminister AD Hensler, mit Ihrer Staatsministerin AD Beer genau dieses in Angriff genommen? Ihre kleine Anfrage. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Wahrheit.
Warum haben Sie das denn nicht in Angriff genommen? Ihre Anfrage, die das Kultusministerium, da bin ich, Herr Minister, sehr dankbar für, beantwortet hat, bezieht sich auf den Zeitraum 2009 bis 2014. Also trifft genau die Zeit, als Sie Verantwortung hatten im Kultusministerium. 0,0 Initiative Ihrerseits. Nichts. Gar nichts ist da geschehen. Jetzt kommen Sie an und fangen auf einmal an mit einem brutalstmöglichen Lehrerbashing und sagen, die Lehrer, die unterlaufen das System, die Lehrer, die gehen her und machen hier einen Unterrichtsausfall, sodass alle auf die Barrikaden gehen. Das entspricht nicht den Tatsachen. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten vorzüglich und die selbstverantwortliche Schule mit der Schulleitung genehmigt eine Fortbildungsveranstaltung oder genehmigt sie nicht. Die Genehmigung kann nur erfolgen, meine Damen und Herren, wenn die Fortbildung sinnhaftig ist für eine Weiterentwicklung des Unterrichts, wenn die Fortbildung sinnhaftig ist für die Umsetzung in einem Schulprogramm und auch für die Schulgemeinde entsprechend zugänglich ist. Das heißt, mit Blick auf die Zeit will ich auf die Zielgerade einlenken. Wir brauchen sowohl aus qualitativer Perspektive als auch aus quantitativer Perspektive die Möglichkeit, dass wir sowohl als auch umsetzen. Das bedeutet, es müssen auch weiterhin die Spielräume bestehen, Fortbildungen während Unterrichtszeit umzusetzen, weil entsprechend vertreten werden kann. Das fortwährende Lehrerbashing der FDP wird dem verdienstvollen und pflichtbewussten Handeln und Engagement der hessischen Lehrer nicht gerecht. Es ist ein unwürdiges Zerrbild über einen Berufsstand, der ohnehin derzeit große Herausforderungen zu bewerkstelligen hat. Freiwillige Leistungen wie Klassenfahrten, wie Projekte. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Die Redezeit ist abgelaufen. Sie demotivieren die Kolleginnen und Kollegen. Es bleibt dabei, mit 105% einerseits und qualitativ hochwertiger Fortbildung andererseits stellen wir sicher, dass wir in Hessen auch weiterhin eine vorzügliche Unterrichtsqualität haben. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und bin gespannt, welche guten Argumente Sie dann noch bringen werden, um Ihren Gesetzentwurf, dem wir so nicht zustimmen können, möglicherweise zu etwas praktikablerem Handeln umzusetzen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Für die SPD-Fraktion spricht nun Kollege Degen. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die FDP verfällt leider in den gleichen Duktus, wie wir es sonst von der Landesregierung gewohnt sind. Sie argumentieren ausschließlich statistisch mit Mittelwerten und sind dabei weit, weit weg von der Unterrichtsrealität, meine Damen und Herren. Ich will etwas dazu sagen, wie eigentlich die Realität an hessischen Schulen ist und in der Fortbildungslandschaft. Wir wissen, dass der Fortbildungsbedarf kontinuierlich zunimmt, und das ist mehr als notwendig. Wir brauchen ein Mehr an Fortbildung. Aber wie ist eigentlich die Lage? Warum ist es eigentlich so, dass eine Schule in ihrem Fortbildungsbudget pro unterrichtswirksamer voller Lehrerstelle 40 € pro Schuljahr pro Jahr bekommt, meine Damen und Herren? 40 € pro Jahr für eine Stelle. Wie wollen Sie da attraktive Angebote überhaupt für Fortbildung machen und anbieten können, meine Damen und Herren? Jetzt ruft Herr Kollege Immer rein. Früher gab es ja gar nichts. Wie war das denn früher, Herr Kollege Immer? Früher, bis 1999, da gab es in Hessen eine bundesweit vorbildliche Lehrerfortbildung, eine staatlich organisierte Lehrerfortbildung, wo wirklich an verschiedenen Bildungsstätten ein ordentliches Angebot angeboten wurde, meine Damen und Herren. Und diese Lehrerfortbildung, Herr Kollege Degen, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, ich habe nur kurz Redezeit jetzt. Diese Lehrerfortbildung, meine Damen und Herren, wurde eingestampft von der ersten Regierung Koch I, wo CDU und FDP gemeinsam regiert haben. Und jetzt beschwert sich die FDP, dass hier nicht ausreichend Angebote sind, wo der Staat Einfluss nimmt, meine Damen und Herren. Das ist irgendwie schon ein Treppenwitz. Ja, ja.
So, und Herr Pentz, ich bringe Ihnen doch gleich zur Seite. Ich will doch sogar im Interesse. Bitte etwas mehr Ruhe, liebe Kolleginnen und Kollegen. So. Bitte etwas mehr Ruhe. Man muss Herrn Degen verstehen. Werden Sie gleich merken, dass ich ja sogar die Regierungskoalition unterstützen will in meinem Redebeitrag. Ich bin doch ganz nah bei Ihnen heute sogar. Das ist ja das Schöne an der FDP heute, dass sie zeigt, dass die SPD nicht immer auch nur holzt gegen die Bildungspolitik von Schwarz-Grün, sondern auch an der einen oder anderen Stelle konstruktiv sich an ihre Seite stellen kann, meine Damen und Herren. Denn das Ganze ist ja schon so. Also, auch da muss ich ja sogar dem Kollegen Schwarz zustimmen. Auch wenn Sie es abstreiten, das hat schon etwas von einer Misstrauenskultur, die Sie hier den Lehrkräften gegenüber aufbauen. Sie bedienen da ein Klischee. Der Lehrer hat vormittags frei und nachmittags frei. Also, das kann man so schon mal gar nicht stehen lassen, meine Damen und Herren. Und warum ist Ihr Gesetzentwurf so ein Fehlgriff? Der ist deswegen so ein Fehlgriff, weil die Datengrundlage schon vollkommen falsch ist, weil, da muss ich leider doch noch einmal Richtung Kultusminister schauen, es absolut nicht haltbar ist, dass man definiert, alles, was vor 14 Uhr stattfindet an Fortbildung, ist während der Unterrichtszeit, und alles, was nach 14 Uhr stattfindet, ist unterrichtsfrei. Das kann man so heutzutage nicht mehr halten, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das an einem Beispiel festmachen. Meine eigene Erfahrung an der Schule, an der ich gearbeitet habe, hatten Sie grundsätzlich bis 14.30 Uhr schon einmal Unterricht. So, also mit 14 Uhr stimmt schon gar nicht. Bis alle Schüler mit Bussen weg sind, bis sie aufgeräumt haben, bis sie ihren Klassenbucheintrag gemacht haben, dokumentiert haben, das ist heute sehr wichtig, dass sie dokumentieren, was alles stattgefunden hat, da haben sie schon einmal 15.30 Uhr. Also, und dann bereiten sie sich vor auf den nächsten Tag. Also, auch das muss man doch klarstellen, dass mit unterrichtsfrei und ich verlasse die Schule nicht mein Tag vorbei ist, sondern dass ich mich vorbereiten muss als Lehrkraft. Und das passt nicht zusammen, dass Sie hier sagen, das soll immer eben in dieser Zeit passieren, zumal es dann wirklich auch viele, viele Konferenzen gibt, meine Damen und Herren. Und genauso muss man doch einfach auf die Ganztagsschulentwicklung hinweisen. Es ist auch heute so, auch das ist meine eigene Erfahrung, ich hatte die Möglichkeit, an meiner Schule meinen Unterricht auf 4 Tage zu konzentrieren, 4 Tage Ganztagsunterricht und den Freitag dafür unterrichtsfrei zu haben. Und wissen Sie, wann ich meine Fortbildung gemacht habe oder wann ich auch vielleicht manchmal politisch aktiv war? Freitags, nämlich in der unterrichtsfreien Zeit, meine Damen und Herren. Ja? Und diese Fortbildung, die ich da gemacht habe, zählen Sie wiederum, hat der Degen im Grunde während der Unterrichtszeit gemacht, hat sich wahrscheinlich noch irgendwie hier während der Unterrichtszeit eine Fortbildung erkauft, eben nicht. Sie denken viel zu pauschal und sind weit, weit weg von der Realität an hessischen Schulen, meine Damen und Herren. Und also dementsprechend, der erste Fehler war schon einmal, die kleine Anfrage, Kultusminister Lotz, war nicht so wirklich, finde ich, stimmig beantwortet. Das hätte man anders machen können, als hier pauschal 14 Uhr als Grenze festzulegen. Aber jetzt kommen wir noch einmal zu dem Punkt, was würde das bedeuten, wenn der FDP-Gesetzentwurf umgesetzt werden würde. Das bedeutet, auch Antwort aus der Anfrage, eine Fortbildungsveranstaltung dauert in der Regel 1,3 Tage. Jetzt stückele ich eine sinnvolle Fortbildung, die in sich stimmig ist, auf 5, 6 Module auf, die immer nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr stattfinden. Ob man da wirklich aufnahmefähig ist, ob das pädagogisch sinnvoll ist, meine Damen und Herren, wage ich schon einmal zu bezweifeln. Gleiches kommt dazu. Zur Frage, auch das hat der Kollege Schwarz auch schon angesprochen, und da will ich unterstützen, wie ist das überhaupt organisatorisch machbar? Wenn Sie Tagungsstätten haben, Referentinnen und Referenten haben, die einmal täglich zwischen 16 und 18 Uhr das anbieten, oder, dann kommen wir zum nächsten, Sie machen es in den Ferien, wer lebt denn davon, dass er in den Schulferien immer volle Power eben Fortbildung anbietet und ansonsten von morgens 8 Uhr bis mittags 16 Uhr nichts macht? Ich glaube, auch das erscheint mir wenig praktikabel, meine Damen und Herren. Jetzt will ich doch noch einmal der Versuchung nachkommen, auch einmal ein statistisches Beispiel zu bringen. Ich will nur einmal sagen, sagen wir einmal, eine Lehrkraft macht in Hessen im Jahr eine Eintagesfortbildung. Also, ich glaube, wir erhoffen uns alle, dass es mehr gibt. Ja? Aber wenn man alle 60.000 Lehrkräfte nimmt und die machen eine Fortbildung im Jahr von einem Tag, und dann sagen wir einmal, ein Seminar hat so 20 Teilnehmer, auch das ist schon eigentlich ganz schön viel. Dann sind wir bei 3.000 Fortbildungsveranstaltungen im Jahr. Und wenn wir jetzt sagen, das machen die alle in den Ferien, dann sind wir bei 60 Fortbildungstagen. Das heißt dann 50 Fortbildungsveranstaltungen pro Ferientag. Meine Damen und Herren, auch das, mit Verlaub, ist nicht machbar. Und letzter Punkt.
Letzter Punkt. Kommen wir noch einmal zur Lehrerarbeitszeit. Also, meines Wissens ist es ja schon so, dass Lehrkräfte, die in der Tat durch die Ferien da eine größere Blöcke unterrichtsfreie Zeit haben, dass die den regulären Ferienanspruch haben, wie andere auch, Urlaubsanspruch, und dass die Zeit, die sie da nicht absolvieren im Unterricht, ja aufgerechnet wird in die Unterrichtszeit. Ich glaube, dass das so ist. Das heißt, wenn Sie sagen, wir machen die ganzen Fortbildungen am Stück alle in den Ferien, dann müssten Sie ja eigentlich auch die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte senken, weil das entsprechend dann umgerechnet werden muss. Das müssten wir einmal durchrechnen. Es wäre, glaube ich, auch ganz interessant, wie viel Geld Sie dann noch sparen, Herr Greilich, hier durch solch ein Modell. Meine Damen und Herren, das ist alles ja möglicherweise gut gemeint. Es ist auch ein Stück populistisch, glaube ich, ähnlich wie letztens bei der Frage mit der Geltung der Grundschulempfehlung. Aber am Ende ist es realitätsfern. Ich gehe davon aus, dass das die Anhörung bestätigen wird. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie das die Fachverbände beurteilen werden. Ich bin also entsprechend hier auf die Stellungnahmen gespannt. Und dann werden wir hier weiter diskutieren. Bis dahin bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und bin etwas überzogen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Cárdenas von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich weiß gar nicht, wie lange wir nun bei allen Gelegenheiten im KPA oder auch in der Enquetekommission Bildung über dieses Thema geredet haben. Mindestens seit dem 15. April, als Ihnen die Antwort des Kultusministers auf Ihre Kleine Anfrage übermittelt worden ist. Was Sie wollen, Herr Greilich, das ist uns schon klar geworden. Und im Prinzip stimmen wir Ihrer Forderung in einem Punkt jedenfalls zu. Unterrichtsausfall aufgrund von Fortbildung sollte unbedingt vermieden werden. Doch die Lösung dafür kann nicht die sein, die Sie vorschlagen. Sie schlagen vor, dass Fortbildungen von nun an nur noch an den Wochenenden, in den Abendstunden oder in den Ferien stattfinden sollen. Meine Damen und Herren von der FDP, was genau wollen Sie unseren Lehrkräften noch eigentlich alles zumuten? Da sei aus den letzten zwei Jahren die unverschämt minimale Bezugserhöhung und die Nullrunde zu nennen. Da sei die deutschlandweit höchste Pflichtstundenverordnung zu nennen. Das seien die immer weiter ausufernden Zusatzaufgaben, vor allem im Verwaltungsbereich zu nennen, und so weiter und so fort. Wie so oft erkennen Sie Probleme, Herr Greilich, doch präsentieren Sie dazu Lösungen. Das ist wieder einmal Fehlanzeige. Fortbildungen, egal zu welcher Zeit, sollten doch vollkommen unproblematisch sein, wenn durch Vertretungsunterricht kompetenter Lehrerkolleginnen und Kollegen kein Unterrichtsausfall stattfindet. Und somit ist die Lösung einfach. Fordern Sie eine Ausstattung an den Schulen, die genau das ermöglicht. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit der dank Ihnen 105-prozentigen Lehrerversorgung. Erst jüngst erreichte uns ja ein Elternbrief einer Grundschule, in dem der Rektor erklärt, dass aufgrund von Lehrermangel alle AGs und der DATS-Unterricht bis zum Ende des Schuljahres ausfallen. So, Punkt 1 ist also abgehakt. Genügend Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen sind unseres Erachtens die beste Prävention gegen Unterrichtsausfall. Punkt 2 ist aber nicht weniger wichtig. Denn zu Recht steht in Ihrem Änderungsentwurf, dass die Fortbildungsangebote nicht ausreichend genutzt werden. Und das ist einerseits sicherlich auch ein zeitliches Problem, dem mit ausreichend Lehrkräften entgegengetreten werden kann. Ein zeitliches aber nicht nur. Es ist auch ein finanzielles Problem. 40 € im Schuljahr stehen pro Lehrerin und Lehrer für die Fortbildung zur Verfügung. Herr Degen ging ja auch schon darauf ein. Und das ist der eigentliche Skandal an der ganzen Sache unseres Erachtens. Denn mittlerweile wird gefordert, dass eine Lehrkraft ein Allround-Talent ist. Nicht nur ein fachliches und didaktisches Genie soll sie oder er sein, nein, zudem ein Experte im Bereich Inklusion, pädagogisch bewandert, was die Ganztagsschulanforderungen angeht, psychologisch so geschult, dass in verschiedenen Bereichen Diagnosen gestellt werden können, und den Verwaltungsaufgaben muss er oder sie auch gewachsen sein. Doch all dies neben der Beherrschung und ständigen Weiterbildung in den rein fachlichen Anforderungen sind keine Fähigkeiten, die mal ebenso nebenbei quasi erworben werden können.
Meine Damen und Herren, allein die schulische Inklusion, die Bestandteil der UN-Behindertenrechtskonvention ist und somit auch von Hessen ratifiziert worden ist, ist ein so weites, so sensibles und so umfassendes Feld, dass es lächerlich ist, 40 € jährlich zur Verfügung zu stellen, um Lehrkräfte allein in diesem Bereich schulen zu können. Warum fordern Sie also nicht das Recht auf Fort- und Weiterbildung, statt darauf rumzuhacken, dass Lehrerinnen und Lehrer es wagen, zu ihren normalen Arbeitszeiten an solchen teilzunehmen? Ihre Prioritätensetzung ist mal wieder so daneben, dass es mich ehrlich gesagt schon nervt, nach zig Diskussionen im Ausschuss und in der Enquetekommission hier nun so einen Änderungsentwurf im Plenum wieder einmal diskutieren zu müssen. Lassen Sie uns stattdessen über die stetig steigende Belastung hessischer Lehrerinnen und Lehrer reden und darüber, wie wir bessere Rahmenbedingungen schaffen können, damit sie ihre engagierte Arbeit auch weiterhin so gut erfüllen können und an Fortbildungsveranstaltungen ausreichend auch teilnehmen können und dazu motiviert sind. Und lassen Sie mich noch ganz kurz noch über den Ganztag sprechen. Der dringend notwendige Ausbau echter Ganztagsschulen wird die Arbeitsweise und die Zeiteinteilung und den Einsatz der Arbeitsstunden von Lehrerinnen und Lehrern noch einmal grundlegend verändern. Wollen Sie die Lehrerinnen und Lehrer wirklich verpflichten, demnächst immer nur an den Wochenenden an Fortbildungen teilzunehmen? Und wann sollen diese Stunden dann eigentlich ausgeglichen werden? In den Ferien, in denen die Hauptvorbereitung auf den Unterricht stattfindet, nachdem dann ganze Wochen durchgearbeitet worden ist ohne freien Tag, da ja die Fortbildungen an den Wochenenden besucht wurden? Das wollen Sie tatsächlich? Ganz abgesehen davon ist im Hessischen Lehrerbildungsgesetz, und das haben Sie bereits selbst gesagt, Herr Greilich, in § 66 Absatz 4 bereits geregelt, dass die Fortbildungen in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden sollen. Ich weiß also gar nicht, wohin der von Ihnen ebenfalls schwammig formulierte Antrag eigentlich führen soll. Im schlimmsten Falle dazu, Herr Greilich, dass Teilnahme an Fortbildungen in der regulären Arbeitszeit sanktioniert werden sollen, nehme ich an. Das lehnen wir ab und hoffen, dass Sie Sinn und Konsequenz Ihres Anliegens noch einmal überdenken und vielleicht aus anderer Richtung zu besseren Lösungsvorschlägen kommen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. Als nächster Redner spricht nun Kollege May von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Fort- und Weiterbildung sind ein wichtiges Instrument zur Förderung von Lehrerinnen und Lehrern, zur Förderung der Unterrichtsqualität. Wenn man sich die großen Meta-Analysen anschaut, stellt man fest, dass mittlere bis starke Effekte der Lehrer-Fort- und Weiterbildung auf die Unterrichtsqualität erzielt werden. Es ist daher meine Überzeugung, dass wir im Laufe der Wahlperiode gerade wegen dieser großen Effektstärke noch einmal uns dem Thema grundständig widmen sollen. Die FDP hat hingegen einen, sage ich mal, etwas singulären Aspekt des Fortbildungswesens sich zur Brust genommen, nämlich den zeitlichen Standort. Ob das, sage ich mal, der Wichtigkeit des Themas der Fortbildung gerecht wird, sei einmal dahingestellt. Aber ich will hier gleich klarmachen, dass natürlich es für alle hier im Raum klar sein muss, dass der Unterrichtsausfall durch Fortbildungsveranstaltungen so gering wie möglich gehalten werden muss. Und sicherlich muss man schauen, wie kann man das noch weiter optimieren, dass Fortbildung gut in den schulischen Kontext eingepasst wird. Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf der FDP stützt sich in der Problembeschreibung allerdings auf eine Hochrechnung, die man so, glaube ich, nicht machen kann. Ich glaube, dass die jetzt eben gerade dargestellte Berechnung von Kollegen Greilich schon eher gezeigt hat, dass ihm selber bewusst geworden ist, dass man das so einfach nicht machen kann und dass er dort versucht hat, die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen. Denn wenn wir uns die Antwort auf Ihre Kleine Anfrage anschauen, dann gibt es dort die Definition, dass eine Fortbildung dann außerhalb der Unterrichtszeit stattfindet, wenn sie nach 14 Uhr stattfindet.
Dann aber davon auszugehen, dass alle Fortbildungsveranstaltungen, die vor 14 Uhr beginnen und auch nach dieser Definition teilweise in der Unterrichtszeit liegen, dann auch gleichzeitig, dass das gleichzeitig bedeuten würde, dass dadurch immer ganze Unterrichtstage zerschossen würden, das kann ja niemand erwarten, und das kauft Ihnen auch niemand ab. Von daher zeigt sich an dieser Stelle schon, dass Ihre Berechnung hier fehlerhaft ist. Von daher ist die von Ihnen postulierte Zahl von 350.000 Unterrichtsstunden als wesentlich zu hoch gegriffen zu werten. Das Einzige, was man zu Ihren Gunsten noch einwenden kann, ist, dass es keine bessere Statistik gibt. Das will ich gerne einräumen. Aber trotzdem rechtfertigt das nicht, dass Sie auf diese Art und Weise, sage ich mal, ein Problem erzeugen, das in dieser Art und Weise wahrscheinlich gar nicht existiert. Und es ist vor allen Dingen abzulehnen, weil Sie mit dieser Zahl natürlich etwas suggerieren wollen. Und das war dann auch sehr deutlich bei Ihrem Redebeitrag, wenn Sie dann sagen, ja, eigentlich sei das ja für Lehrerinnen und Lehrer gedacht. Das zeigt schon, dass Sie sich ein bisschen ertappt fühlen, nämlich ertappt dabei, dass Sie den Eindruck erreichen wollen, dass Lehrerinnen und Lehrer massenhaft Unterrichtsausfall produzieren würden, um sich fortzubilden. Ich weiß, dass das für Eltern zunächst erst einmal unverständlich wirkt, wenn Unterricht ausfällt aufgrund von Fortbildung. Ich verstehe den Ärger im Einzelnen, wenn es nicht zu Vertretungen kommen kann, was aber eigentlich gewährleistet sein sollte. Aber dann ist es doch unsere Aufgabe als Politik, aufzuklären, warum Fortbildung im Einzelfall auch während des Unterrichts stattfinden muss, anstatt hier Klischees zu bedienen. Und noch ein Letztes. Ihr Gesetzentwurf ist auch inkonsequent. Sie müssen sich schon die Frage gefallen lassen, was Sie denn eigentlich damit bewirken wollen. Wenn Sie sich jetzt hier wiederholt darüber echauffieren, dass 350 Stunden ausfallen würden, dann frage ich Sie, was wollen Sie denn neu regeln? Und da haben Sie jetzt hier in Ihrer Rede gesagt, naja, etwas blumig, es wäre die Verstärkung des Gesetzesbefehls. Jetzt haben Sie uns mehrfach erklärt, sollen hieße müssen, aber trotzdem regeln Sie ja es nicht, wollen Sie es ja nicht so neu regeln, dass in Zukunft eine Fortbildungsveranstaltung während der Unterrichtszeit verboten sei. Diesen Schritt gehen Sie ja gar nicht, sondern eigentlich räumen Sie ein, dass sollen in diesem Fall auch heißt, wer soll, kann auch anders. Und Sie gehen eben nicht den Schritt zu sagen, wie ich finde richtigerweise, dass in der Unterrichtszeit keine Fortbildungsveranstaltungen stattfinden dürfen. Ich glaube, dass wir uns in der Debatte etwas freischwimmen sollten. Die Vorstellung, dass nach 14 Uhr unterrichtsfrei sei, ist überkommen. Denn in Zeiten der Entwicklung von Ganztagsschulen gibt es die unterrichtsfreie Zeit am Nachmittag ohnehin nicht. Man wird daher auch irgendwie nach der jetzt gängigen Definition den Nachmittag nicht per se als unterrichtsfreie Zeit benennen können. Von daher wird es sehr spannend sein, wo denn in Zukunft zeitlich Fortbildung eingepasst werden kann, eingepasst werden sollte. Und dabei sollten auch pädagogische und auf die Wirkung der Fortbildung abzielende Überlegungen nicht außen vor gelassen werden, nämlich dass Fortbildung sinnvollerweise auch mit Unterricht verknüpft werden sollten. Unterricht und Fortbildung miteinander zu verknüpfen, Theorie und Praxis, auch einmal eine Stunde an sich, sage ich mal, lange nach dem Referendariat von Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zu analysieren und sich zu überlegen, wie man das besser machen kann und das Gelernte anzuwenden, das geht doch nur in der Unterrichtszeit. Von daher glaube ich, ist auch konzeptionell das, was Sie hier vorgeschlagen haben, sehr ungeeignet. Ihr Gesetzentwurf basiert auf offensichtlich falschen Berechnungen, welche die Fortbildungspraxis der Lehrerinnen und Lehrer skandalisieren soll. Sie geht an der Lebenswelt der Schulen vorbei. Sie ignoriert die Erkenntnisse aus der Bildungsforschung. Und sie atmet schon ein gewisses Misstrauen gegenüber Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben Vertrauen in die Lehrerinnen und Lehrer, dass sie sehr verantwortungsvoll mit ihren Fortbildungstätigkeiten
umgehen. Dieser Gesetzentwurf ändert zudem überhaupt nichts. Also alles in allem eine Verschwendung von Zeit und Energie. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege May. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lorz. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf der FDP ist ein sogenannter Recyclingfall. Er ist, die Mitglieder des Kulturpolitischen Ausschusses werden sich erinnern, entstanden aus einer Petition. Aus einer Petition. Es ist kein Massenphänomen. Es gab eine Petition, die der FDP halt besonders gut gefallen hat, aus Gründen, die hier schon erörtert worden sind, und die wir wirklich vollumfänglich und in mehreren Schleifen über kleine Anfragen etc. im Ausschuss evaluiert und erörtert haben. Wenn ich das richtig sehe, will der Abg. Greilich gerade die nächste Schleife vorbereiten. Aber auch, auch dem sehen wir frohgemut entgegen. Aber in Ermangelung anderer Themen, mit denen die Opposition in die Zeitung kommen könnte, verstehe ich ja, dass Sie das jetzt noch in einer öffentlichkeitswirksameren Form tun wollen. Und Ihre Zeitungsartikel haben Sie ja auch bekommen. Ich bin dankbar dafür, dass uns das die Gelegenheit gibt, ein paar Dinge klarzustellen und vor allem auch mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen und außerdem auf die gute Arbeit hinzuweisen, die unsere neue Lehrkräfteakademie im Bereich der Fortbildung unserer Lehrerinnen und Lehrer leistet. Und die wird noch besser, wenn sie ihr neues Gesamtkonzept vorlegen wird. Das werden Sie erleben, meine Damen und Herren. Den Vergleich mit der Lehrerfortbildung von 1999 will ich mir und Ihnen ersparen. Ich glaube, die spontane Lachreaktion all derer hier im Saal, die das noch aus eigener Erfahrung kennengelernt haben, wie das damalige HELP gearbeitet hat, die sprach für sich. Fangen wir also am besten gleich noch einmal mit dem Märchen von den 350.000 Unterrichtsstunden an, die in Hessen angeblich wegen Fortbildungen ausfallen. Einmal abgesehen davon, dass Ihnen der Hessische Philologenverband bereits öffentlich vorgerechnet hat, dass selbst wenn diese scheinbar so große Zahl stimmen würde, das nur hieße, dass jede Lehrkraft einen Tag im Jahr, einmal im Jahr wegen Fortbildungen fehlen würde, ist diese Zahl aus verschiedenen Gründen schlicht falsch. Und das ist zwar hier schon von verschiedenen Rednern angesprochen worden, aber man kann ja, wenn solche Geschichten durch die Landschaft wabern, nicht oft genug wiederholen, warum das falsch ist, warum man sich darauf nicht verlassen kann. Es ist eine Frage der Statistik. Das ist hier auch schon angesprochen worden. Die statistische Grenze zwischen Unterrichtszeit und unterrichtsfreier Zeit wird bei 14 Uhr gezogen. Ja, das ist nicht zwingend. Man könnte sie auch bei 13 Uhr oder bei 15 Uhr ziehen. Aber irgendwo muss Statistik eine Grenze ziehen. Denn sonst ist es keine Statistik mehr. Sonst müssten Sie sich, meine Damen und Herren, die 60.000 Lehrerinnen und Lehrer wirklich einzeln vornehmen, mit ihren Stundenplänen, mit ihren Vorbildungen und Stunde für Stunde nachrechnen, was jetzt wirklich Unterrichtszeit war, tatsächliche Unterrichtszeit, nicht statistische, und was unterrichtsfreie Zeit war. Das ist schlicht und ergreifend nicht zu leisten. Also ist die Alternative, entweder man sagt, es gibt überhaupt keine Daten dazu, oder man zieht halt eine statistische Grenze, damit man wenigstens eine ungefähre Orientierung bekommt. Das haben wir im Ausschuss auch intensivst erörtert. Und ich stelle immerhin vergnügt fest, dass mit der Wiederholung hat doch einen messbaren pädagogischen Effekt. Denn diese 14-Uhr-Grenze ist, glaube ich, hier in jeder Rede aufgetaucht. Bedauerlicherweise reicht der pädagogische Effekt nicht so weit, dass er die FDP vor Fehlinterpretationen der Statistik bewahrt hätte. Meine Damen und Herren, so wie es im Schulalltag gang und gäbe ist, dass Lehrkräfte auch nach 14 Uhr Unterricht halten, das kann man vielleicht ja auch noch einmal ab und zu betonen, dass die Zeiten, als Schule eben um 14 Uhr definitiv zu Ende war, lange vorbei sind, so kommt es natürlich auch vor, und das sind ja auch zwei Seiten derselben Medaille, dass Lehrerinnen und Lehrer an bestimmten Tagen jetzt nicht durchgängig von 8 bis 14 Uhr am Vormittag unterrichten und dann natürlich völlig unproblematisch in die Fortbildung gehen können. Das muss ich nicht näher ausführen. Das konnte niemand besser tun, als es der Abg. Degen aus seiner eigenen Erfahrung heraus beschrieben hat. Und trotzdem zählt jede Fortbildung, die vor 14 Uhr beginnt, also auch jede, die etwa um 13 Uhr beginnt und dann den ganzen Nachmittag und Abend andauert, vielleicht auch am Freitagmittag um 13 Uhr beginnt, dann noch den Samstag mitnimmt bei durchschnittlich 1,3 Tagen, zählt eben statistisch, weil es nicht anders geht, als Fortbildung während der Unterrichtszeit, und zwar zu 100%. Und auf dieser Basis errechnet die FDP dann ihre Mondzahlen. Meine Damen und Herren, das wird üblicherweise in Deutschland in grober Missachtung eines anständigen Berufsstandes als Milchmädchenrechnung bezeichnet. Zweitens. Nee, wir haben Ihnen die korrekten Zahlen geliefert. Ihre Interpretationen sind falsch. Das ist der entscheidende Punkt.
Und der zweite Punkt. Ja, es ist, ich kann es nicht ändern, dass man Zahlen interpretieren muss. Und genau deswegen müssen wir darüber reden, wie sie richtig zu interpretieren sind. Zweitens, meine Damen und Herren, auch wenn es sich im Einzelfall nicht vermeiden lässt, dass eine Lehrkraft während ihrer persönlichen Unterrichtszeit, also nicht während der statistischen, sondern während ihrer persönlichen Unterrichtszeit an einer Fortbildungsveranstaltung teilnimmt, fällt deswegen der Unterricht nicht aus. Und deswegen ist die Rechnung auch verkehrt. Warum das so ist, das ist hier schon mehrfach angesprochen worden. Da gibt es Vertretungsregelungen, da gibt es verlässliche Schule, da sind die Teilzeitbeschäftigten zu berücksichtigen. Ich glaube, das muss ich hier nicht weiter ausführen. Was ich noch einmal betonen möchte, meine Damen und Herren, wenn mir das wirklich wichtig ist, ist die rege Teilnahme von Lehrkräften an Fortbildungsveranstaltungen. Die liegt zutiefst im allgemeinen bildungspolitischen Interesse. Denn wir wollen doch, wir müssen es wollen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer mit Leidenschaft und Engagement an der Weiterentwicklung ihres Unterrichts, an ihrem eigenen Professionalisierungsprozess arbeiten, dass sie ihr pädagogisches, ihr didaktisches, ihr fachliches Wissen und Können permanent weiter ausbauen. Das stützen die Ergebnisse der Hattie-Studie, auf den Lehrer kommt es an. Das stützen die Erkenntnisse unserer eigenen Schulinspektion, nämlich dort, wo Lehrkräfte das tun, wo die Fortbildungsaktivitäten rege sind, da steigt auch die Unterrichtsqualität. Das kann man nachweisen, meine Damen und Herren. Deswegen ist Fortbildung so wichtig, auch viel Fortbildung wichtig. Und dabei ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Fortbildungen nach Möglichkeit außerhalb der Unterrichtszeit angeboten werden sollen. Deswegen steht das auch schon heute so in § 66 Absatz 4 des Lehrerbildungsgesetzes drin. Aber das geht eben nicht immer. Das geht allein schon mit Blick auf externe Anbieter, von denen wir auch froh sind, dass es sie gibt, nicht immer. Und vor allen Dingen ist es auch nicht immer sinnvoll. Und wem das nicht einleuchtet, der muss noch ein ziemlich archaisches Verständnis von Fortbildung haben. Nach dem Motto, da trifft man sich am Wochenende in irgendeinem Seminarraum und dann erzählt einer was. Aber moderne Lehrerfortbildung, meine Damen und Herren, moderne Lehrerfortbildung findet zunehmend prozessbegleitend in der Schule statt, weil da direkt am und im Unterricht gearbeitet wird und dann kann sie definitionsgemäß nur innerhalb der Unterrichtszeit stattfinden. Aber, meine Damen und Herren, wir werden ja noch eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf bekommen. Das heißt, da können Ihnen die Akteure und die Adressaten der Lehrerfortbildung das noch in viel größerer Ausführlichkeit und Detailtiefe schildern. Das ist dann vielleicht noch etwas überzeugender, als wenn ich und die Kollegen das hier am Landtagspult tun. Ich freue mich darauf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Jetzt hat sich noch einmal Kollege Greilich von der FDP zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das war ja alles ein Stück vorhersehbar, wie diese Debatte hier verlaufen wird. Insofern finde ich das schön, lieber Armin, auch dass du meine Erwartungen erfüllt hast und genauso an dem Gesetzentwurf vorbeigeredet hast, wie ich das erwartet habe. In der Tat hat hier kein Mensch gegen Lehrer gehetzt oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir unsere engagierten Lehrerinnen und Lehrer unterstützen wollen, dass wir ihnen helfen wollen, ihren guten Unterricht auch umfassend zu stellen. Das ist der eine Punkt, aber das war ja vorhersehbar, dass natürlich, wenn man in der Sache nichts zu sagen hat, man sich dann hinter solchen Dingen verschanzt. Dann war hier die Rede davon, es fällt doch gar kein Unterricht aus, wir haben doch Vertretungsregelungen und es gibt dann Vertretungsunterricht. Meine Damen und Herren, sowohl diejenigen, die Lehrer sind, wie auch diejenigen, die Eltern sind, wissen natürlich, und es wird hier kein Mensch behaupten wollen, dass die Vertretung in einer Grundschulklasse durch eine Kraft, die nicht ständig in der Gruppe ist, oder in einem Mathematikunterricht durch einen Lehrer, der nicht regelmäßig und der nicht in dem Stand dieses Unterrichts in der Klasse ist, nicht die gleiche Qualität hat wie ein normaler fortlaufender Unterricht. Deswegen ist dieses sicherlich völlig daneben. Der teilweise vorgetragene Vorwurf, wir wollten ja nur noch am Wochenende oder in den Ferien Fortbildungsveranstaltungen, das ist, glaube ich, mittlerweile durch die oft zitierten 14 Uhr und den Hinweis auf die ganz normalen Schultage ausgeräumt. Ich will nur eines Mal anmerken, Herr Minister, das hätte ich vielleicht auch noch abfragen sollen. Kann ich demnächst einmal tun? Können Sie ja schon meinen Auftrag geben. Mich würde einmal interessieren, wie viele von diesen von Ihnen zitierten und angegebenen Fortbildungsveranstaltungen denn tatsächlich prozessbegleitend in den Unterricht eingebunden stattfinden. Die können Sie an den fünf Fingern abzählen, Herr Minister. Die gibt es so gut wie nicht.
Dann wurde die Frage gestellt, warum wir das Thema nicht früher aufgegriffen hätten. Auch an der Stelle muss ich zu meinem Bedauern den Minister korrigieren. Es war nicht eine Petition. Ich will jetzt nicht schwören, ob es zwei oder drei waren. Es waren jedenfalls mehrere, die wir im Ausschuss hatten. Dadurch ist für mich das Thema virulent geworden. Dadurch habe ich es erkannt. Wenn der damalige Staatssekretär das in der letzten Wahlperiode schon gewusst hat, dass das so ist, dass das so passiert, dann allerdings hätte ich mir erwartet, dass er darauf achtet, gerade als Jurist darauf achtet, dass das Gesetz auch eingehalten wird und dass wir dann einen Hinweis bekommen. Ich habe keinen bekommen. Das tut mir wirklich leid. Und wenn Herr Kollege Schwarz es in der letzten Wahlperiode schon gewusst hat, wäre ich auch für einen Hinweis dankbar gewesen. Ich will einen letzten Punkt ansprechen, weil ich eigentlich darauf gewartet habe, dass das einmal kommt. Und es ist bemerkenswert, dass es die ganze Zeit gedauert hat. Herr Degen ist daran vorbeigeschraubt, Herr Schwarz hat es nicht gemerkt. Die Erste, die es angedeutet hat, war ausgerechnet Frau Kollegin Cárdenas, und Herr May ist auch einmal darauf eingegangen. Ich hätte darauf gewartet, dass man uns mal früher schon sagt, ja, was wollt ihr eigentlich mit dem Gesetzentwurf? Ihr ändert doch so materiell am Recht überhaupt nichts. Das wäre die spannende Frage gewesen. Das wäre der Einwand gewesen, den ich mir auch vom Kultusminister erwartet hätte. Warum wollt ihr denn überhaupt einen Gesetzentwurf? Das steht doch schon im Gesetz. Und das ist es in der Tat. Das, was wir wollen, steht als Gesetzesbefehl im Hessischen Lehrerbildungsgesetz. Aber Ihre Verwaltung, Herr Minister, Ihre Lehrkräfteakademie, Ihr Haus halten sich nicht an diese Regel. Und das ist der Punkt, wo ich eine Stellungnahme erwartet hätte. Was wollen Sie denn machen? Sie haben uns angekündigt, es kommt eine Novelle zum Schulgesetz. Wollen Sie in diesem Zusammenhang vielleicht das Lehrerbildungsgesetz auch novellieren? Und diese Regel, ich kann es noch einmal wiederholen, die Fortbildung soll in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. Wollen Sie das streichen? Wollen Sie das ändern? Das wäre eine ehrliche Antwort gewesen. Wir machen das nicht. Wir wollen das alles nicht, was im Gesetz steht. Und deswegen werden wir das dann aber auch ändern. Aber sich einfach, Herr Minister, über das Gesetz hinwegzusetzen, das kann doch nicht das sein, was uns der Kultusminister und Staatsrechtler hier sagen. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP in den KPA. Ich möchte Sie bitten, auch noch eine Änderung vorzunehmen unter Top 6, erste Lesung, Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Landesstatistikgesetzes. Den hatte ich in den Haushaltsausschuss überwiesen. Der gehört natürlich in den Hauptausschuss. Vielen Dank.